etwas, einen Schatten auf dieses Netz wirft. Ja? Also dieser Schatten jetzt macht diese Zelle nicht aktiv, weil da ist er finster. Die kriegt also zwei Stimuli von oben, aber nur eine Bremse von rechts. Das heißt, diese Zelle wird sofort feuern. Pip. Die anderen sind alle stumm. Aber diese blockiert die Verneinung von dem, der wird also blip machen. Nur zwei Zellen werden also jetzt funktionieren, der hier und der hier. Und zwar braucht der gar nicht zählen, sondern du lässt das Licht auf dieses System werfen, nimmst eine beliebige Anzahl von Gegenständen, ganz unabhängig wie groß sie sind, drückst auf den Knopf, der sagt 20, dividiert durch 2, weiß 10. Sagt 50, weiß 25. Nicht? Also das ist ein typischer Parallelrechner, der keine Sequenz braucht, um eine Anzahl festzustellen. Wofür braucht man den? Zum Beispiel diesen Zähler. Naja, wenn du den jetzt zweidimensional machst, nicht was, oder so eine flächenbeliebige Anzahl von Gegenständen legen kannst, dann kannst du es zum Beispiel als ein unmittelbarer Blutzellenzähler verwenden. Also zum Beispiel bei Blutuntersuchungen möchtest du gerne wissen, wie viele Zellen sind pro Kubikzentimeter oder Kubikmillimeter. Du schießt das Präparat auf, oder gibst das auf ein mikroskopisches Präparat, projizierst das auf den Rechner, drückst auf den Knopf und es sagt 25.241. Denn er sieht die 25.241-Heit in einem Blick. Der braucht einfach nicht der Reihe nach gehen. Und das ist die Maschine. Wann wurde die gebaut? Bitte? Wann wurde die Maschine gebaut? Nun, glaube ich, 60. So was. 61. Also das war die erste dieser Art. Ja, das war überhaupt die erste Parallelmaschine. Da sind wir sogar nach New York geflogen, weil CBS wollte eine Aufnahme davon machen. Und da sind wir nach New York, der Paul Wessen, der das konstruiert hat, und ich sind nach New York geflogen. Und bei dem Transport ist die Maschine kaputt gegangen. Aber das Studio war schon ready, wir sind im Taxi hingefahren, eine Maschine ausgepackt. Und wir wollten das aufstellen, war die Nummer blind. Die haben gesagt, in 10 Minuten müssen wir es zeigen. Na, da haben wir vorgesprochen. Ich bin auf einer Leiter gesessen, ganz oben. Und unten haben sie diese Sache, ich habe gezählt, wie viel sind, habe einen kleinen Knopf gedrückt und dann hat die Nummer 3 gesagt. Ja, das sind die Schwierigkeiten mit Performance, nicht? Immer wenn du was zeigen willst, funktioniert es. Da musst du aber einen kleinen Zwerg haben, der das dann macht. Thank you.
war ein Projekt, was viele Leute gesagt haben, das kann man nicht durchführen, das einfach geht nicht, war das Projekt Lichtwellen mit Hochfrequenz zu modulieren, sodass die als Trägerwellen laufen können. Und wenn die als Trägerwellen laufen können, dann kann man auf einen Lichtstrahl 10.000 Telefongespräche laufen lassen, weil die Wellen sind so verschieden, dass sie sich miteinander nicht auf die Füße steigen. Und jeder hat gesagt, die sind wahnsinnig, sie können das nicht machen. Nein, also wir wissen, dass es geht, ja. Aber dann noch einen Vorteil haben sie, die Lichtstrahlen können sich ja durch Glasfibern, also Glasfasern schicken, weil die bouncen ja immer von den Wänden weg. Also haben sie einen Telefondraht, der 10.000 Telefongespräche gleichzeitig übertragen kann, wenn sie Licht modulieren können, Mikrowellen. Können sie nicht machen, ist unmöglich, geht nicht. Quantenphysik ist dagegen. Sie wissen die Quantenphysik, ich verstehe das alles nicht. Also mit einem jungen Mann namens Holzhauser, brillanter junger Mann, gesagt, wir machen das. Und haben also einen Aufbau gemacht, bla bla bla, alles gemacht. Und da war der damalige Chairman, also Head, oder wie sagt man, Dean vom Department of Electric Engineering, der hat leider die Quantenphysik nicht wirklich verstanden. Der hat gehört, dass der Holzhauser und Förster machen Sachen, die quantentechnisch nicht durchführbar sind. Und hat sich angestrengt, uns hinauszuschmeißen aus der Universität. Hat alle Schritte unternommen, den Förster und den Holzhauser aus der Universität herauszuschmeißen. Wie ich davon gehört habe, bin ich zum Oberdings gelaufen und gesagt, liebe Professor Everett, da ist der Direktor vom Electrical Engineering Department. Kann die Quantenphysik nicht. Wir wollen gerne unsere Experimente, die Modulation von Licht, weiter fortsetzen. Ich schicke den Bardeen hinüber, das ist der Nobelpreis, Träger, der soll sich anschauen, was sie machen. Dann haben wir den Bardeen kommen lassen, haben ihn vorgeführt, gesagt, toll, das habt ihr wirklich schön gemacht. Dann haben wir publiziert, der Direktor, Mr. Ryder, wurde hinausgeschmissen. Und wir haben unsere Experimente fertig gemacht. Das wurde publiziert, ich würde sagen, wann war das? 56, 55 ist das her, ja? Kein Mensch hat das aufgepickt. 20 Jahre später haben die Leute gesagt, was? Man kann Licht mit Millimeterwellen oder Mikrowellen modulieren? Das ist ja fantastisch. Die Wissenschaft ist nicht so Weisheit und Wahrheit und all dieses Zeug, ja, sondern Politik, Vorurteile, Machtsachen und so weiter, in denen geht zick, zack, hin und her. Brillante Ideen werden unterdrückt, blöde Ideen werden gefördert. Es ist also wirklich wie das Leben selbst, hat nichts mit einer monolithischen Weisheit zu tun, die da aus den Laboratorien der gescheiten Männer herauskommt. Nichts damit zu tun. Es hat mit Persönlichkeiten zu tun, es hat mit Ideen, die verstanden werden, zu tun, etc. etc. Manche sagen, werden überhaupt nicht verstanden. Die Idee, wie ich sie verstehe, ist, dass man nicht nur sieht beim Konstruktivismus, sondern dass man nur dann sieht, wenn man handelt. Und wenn man handelt, sieht man. Der Umberto Maturana hat das wunderschön mal bezeichnet. Man sieht mit den Beinen. Ja, wieso? Ja, wenn du nämlich gehst, dann verändert sich das Bild und dann beginnst du zu sehen. Wenn du nur stehst und nur schaust und nichts tust, wirst du nichts wissen. Also das Handeln und das Sehen und das Handeln sind so komplementär, in was immer einer Theorie man das haben will, vielleicht sogar im Konstruktivismus, dass die Frage,
beantwortet sich sozusagen selber. Im Moment, wo ich ein Wissen habe und daraus eine Handlung als Schöpfen oder entstehen lasse, füttert die zurück in mein Wissen, denn das Resultat dieser Handlung erzeugt ein neues Wissen. Es sind immer der Wechsel, die Wandlung, die etwas erkennen lässt. Ernst von Glasersfeld ist Sprachwissenschaftler und Vertreter des Konstruktivismus. Eine philosophische Sichtweise, an deren Entwicklung das Biological Computer Laboratorium maßgeblich beteiligt war. Am Caltech, California Institute of Technology, wo ich als völliger Außenseiter mit einer Bekannten zu einem Abendessen eingeladen war. Und mitten während des Abendessens kommt jemand hereingelaufen und der ganze Tisch, ah, Heinz, nicht? Und ich war der Einzige, der ihn noch nicht kannte. So haben wir uns kennengelernt. Richtig, ja, ganz richtig. Danke. Und dann kam der Heinz nach Erdens, wo ich an einem Computersprachprojekt arbeitete. Und der Heinz war der Erste, der dieses Projekt verteidigt hat, weil das war zur Zeit von Chomsky. Und unser Projekt war also gegensätzlich zu Chomsky in jeder Beziehung. Und der Heinz war der Erste, der das verteidigt hat. Da habe ich den Heinz natürlich sofort geliebt. Das große Vorteil, den ich mit meiner Freundschaft mit Ernst empfunden habe, vom Lernstandpunkt, dass er eine viel tiefere, Einsicht in die üblicherweise von der Wissenschaft nicht beschreibbaren Vorgängen hat und sie in einer Poesie der Sprache zum Ausdruck bringt. Das heißt, für das, was ich ringe, wenn ich einen Artikel schreibe, wenn ich eine solche Sache schreibe, schiele ich immer auf den Ernst seine Künste hin, der in einer flüssigen, ganz leichten und einer selbstverständlichen Weise über die schwierigsten Probleme so spricht, als ob sie selbstverständlich wären. Und das ist mir leider bis jetzt noch nicht gelungen. Ja, Sie haben ja sicher schon gemerkt, wie der Heinz übertreibt. Nicht? Das Übertreiben ist einer seiner größten Künste. Er übertreibt immer in die richtige Richtung, nicht? Aber er übertreibt. Aber in dem Fall ist das eine Ausnahme. Ja. Die Regel bestätigt die Ausnahme. Nein, der Unterschied ist enorm, weil Heinz ist zum Konstruktivismus gekommen aus seinen wissenschaftlichen Überlegungen. Und ich bin zum Konstruktivismus gekommen aus rein praktischen Überlegungen, von der Sprache her. Weil ich, wie ich gestern gesagt habe und wie ich morgen wieder sagen werde, es ist, wenn man mit mehr als einer Sprache aufwächst, dann wird einem sehr schnell klar, dass die Einsprachensprecher unwillkürlich in ein Denken kommen, wo sie glauben, dass ihre Sprache beschreibt die Welt, wie sie ist. Wenn man mit zwei Sprachen aufwächst und merkt, dass diese Beschreibungen sehr verschieden sind, dass die Begriffssysteme hinter den Sprachen keineswegs die gleichen sind, dann merkt man, dass es kann nicht nur eine Welt geben. Und dann fragt man sich ja, welche Welt ist die richtige, und kommt sehr schnell drauf, dass das eine dumme Frage ist. Denn die kann richtig sein in ganz verschiedenen Weisen. Also für mich war das Wort radikal, was der Ernst in der ganzen Diskussion eingeführt hat, immer auf die Wurzel sich beziehen. Nicht? Radix, die Wurzel. Und wenn ich zurückgehe auf meinen radikalen Konstruktivismus, der kommt daher, dass ich als junger Mensch mit meinem Vetter Martin zu Zauberern geworden bin. Und wir haben ein Geschenk von einem Zauberkasten bekommen, wo die Zauberkunststücke so lächerlich waren, dass ich gesagt habe, das hat überhaupt keinen Sinn, sowas ist ja keine Zauberei. Wir haben uns also mit Zaubern uns beschäftigt und wurden sehr gute Zauberer. Aber wir beide haben Folgendes festgestellt: Das Zaubern hat überhaupt nichts mit Mechanismen zu tun, hat überhaupt nichts, dass da ein Trick gemacht wird, sondern die Zauberei ist die, dass der Zauberer den Zuschauer einlädt, eine Welt zu konstruieren, in dem diese wunderbaren Sachen entstehen, die absolut unerklärbar sind. Ein Elefant, ein dicker Elefant auf der Bühne verschwindet. Ja? Also ein Zauberer ist ein Konstrukteur von Welten, hilft den anderen, eine Welt zu konstruieren, die sie sonst im alltäglichen Leben vermissen, so wie wir das behaupten. Da waren wir die beiden
Buben, da waren 12, 13 und 14 Jahre alt, nicht? Da haben wir doch so gezaubert, dass wir gesagt haben, wir können ansuchen, um in der internationalen Zaubergilde aufgenommen werden zu können. Und da haben wir eine Vorführung machen müssen, da haben wir mir die Standard-Kinder-Zauberkunststücke so vorgeführt, dass sie plötzlich ganz andere Dimensionen gehabt haben. Da haben wir das sehr lustig gefunden und wurden wir mit 15 Jahren, waren wir zwei Buben, waren also, gehörten zur Gewerkschaft der internationalen Diplomierte Zauberer. Und das hilft unglaublich. Also ich muss sagen, es hat, und er, der mein Vater Martin genauso, in seinem Leben, hat das professionelle Zaubern ihm unendlich geholfen. Ja. Und so mir, man kommt in Situationen, die so gefährlich sind, dass nur noch Zauberei dich aus dieser Situation herausholt. Which connects, nicht? Das ist dieser berühmte Satz von Beethoven, der von all den Menschen, die also mehr holistisch und mehr ganzheitlich und mehr kontextuell denken, kommt dieses Wort, the pattern which connects. Und für den Beethoven war das also eine unerhört wichtige Richtlinie seines eigenen Handels. Aber es ist doch ein sehr positiver Begriff bei ihm eigentlich, ja, oder? Ja, natürlich, ja, völlig. Ja. Es ist immer, was sind die Verbindungen? Das ist ja dieser wunderschöne Satz, ich möchte nicht so gerne auswendig können, wo er sagt, the pattern which connects, the pattern that connects the primrose with the orchid, the shell, the frog with the lobster, the lobster and the primrose and the orchid to me, and all fibers as to you, that's the pattern which connects. This we would like to see. Das finde ich, also ich müsste das wirklich auswendig lernen, das ist nämlich so gut. Das war doch auswendig. Naja, es war auch ein bisschen erfunden. Die Magie des 15., 16., 17. Jahrhunderts. Was haben die gesagt? Ununterbrochen. Wenn man der Beethoven wäre, the pattern which connects. Schaut euch doch immer das Ganze an. Oder der Paracelsus, nicht? Similibus corentur. Das heißt, Ähnliches wird durch Ähnliches kuriert. Also die Einheit, immer die Einheit. Das ist auch, was für dich Magie ist? Ja, das Zusammensehen. Du hast keine Ursache und keine Wirkung. Du kannst es im späteren traditionellen Sinn nicht erklären. Du kannst es nur sehen und gemäß handeln. Daher ist die Magie, wie ich immer aufmerksam mache, kannst du nicht erklären. Du kannst sie nur praktizieren. Du kannst magisch handeln, aber du kannst dann nicht erklären, was los ist. Hier ist schon eine Hand. Ich hätte da hier Eis herabbringen sollen oder ein Champagner, dann hätten wir ein Champagnerfest hier haben können. Hier beginnt die Zivilisation. Du siehst das in diesem Kleiderhaken. In dem Moment, wo man einen Kleiderhaken am Baum hat, weiß man, da ist die Zivilisation. Denn da hast du einen Rock an einem schönen heißen Tag, kannst du den aufhängen. Der Rock am Tage angehabt. Ja. Ihr habt eigentlich immer sehr viele Gäste gehabt. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Egal, wo ihr gewohnt habt. Ja, immer. Wir haben viele Hochzeiten schon in unseren verschiedenen Häusern gehabt. Und sie haben alle mit Scheidung geendet. Wie, alle? Fast alle. So viel ich weiß. Ich glaube, irgendeine ist ein Gegenbeispiel, aber die fällt mir jetzt auch nicht mehr an. Ja, aber ich warne sie immer alle. Ja. Die glauben, weil wir seit über 50 Jahren so okay verheiratet sind, das geht gut. Aber ich muss sie immer warnen, das ist nicht so. Wir haben einen schlechten Einfluss irgendwie. Die zweite Hochzeit war zwischen Larry Goldfarb und seinem schwarzen Freund. Ja.
Und die haben hier, da hier war der Altar, da wurde also die Hochzeit gefeiert. Da wurde ein spezieller Priester, oder wie man das nennen will, von Santa Cruz natürlich, wo es das alles gibt, wurde eingeführt und so. Das ging aber schon nach sehr kurzer Zeit. Das war nach kurzer Zeit. Ja, das war sehr kurz. Mhm. Ja. Das ist meine Tante Grete Wiesenthal, eine Tänzerin, die ausgebrochen ist aus dem Ballett. Das war eine allgemeine Tendenz, das Ballett wurde verlassen als zu steif. Die damals so um die Anfänge vom 20. Jahrhundert, also 1, 2, 3, 10, 12, 13, eine unnötige Karriere auf der Welt gemacht hat. Die Mai kennt sie auch, sie ist wirklich zum Verlieben. Gescheit, lieb, witzig, elegant, schön, unglaublich. Meine Mutter hat für die Grete Wiesenthal Kostüme gemacht. Und so bin ich als Kind, Babysitter gab es ja damals nicht, bin ich in der Nacht immer in den Garderoben von den schönen Tänzerinnen gesessen und ein braves Bubi sein müssen, weil zu Hause allein konnte ich ja nicht bleiben. Auf diese Weise habe ich mich in die wunderschönen Frauen verliebt. Da habe ich also immer gesehen, was passiert, da kommen die aus den Garderoben, dann auf die Bühne, eine Welt, toll, dann alle wieder zurück, andere Kostüme. Eine andere Welt. Also diese ständige Verwandlung. Dieses Schwingen von einer Welt in eine andere. Das habe ich also unerhört genossen als Kind. Ich sehe mich noch, kann einige Szenen, kann mich erinnern, als ob sie heute sehen würde. Ah, der Emperor.